Hallo zu Friede, Freude, Smartphone. Das ist schon Teil 4 Ihres Tablet-Kurses und heute zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr Tablet mit einem WLAN verbinden. Auch dafür öffne ich die App Einstellungen. Die Einstellungen öffnen sich und hier ganz oben gleich die erste Zeile heißt Verbindungen und hier steht auch schon WLAN. Ich tippe also auf diese Zeile. Jetzt sehe ich, dass mein WLAN ausgeschaltet ist. Der Schalter hier steht auf Aus. Ich tippe hier einmal auf diesen Schalter. Die Farbe ändert sich und damit ist das WLAN eingeschaltet. Jetzt muss ich hier einmal auf die Zeile tippen, damit mir die WLAN-Netze, die hier in meinem Umkreis sind, angezeigt werden. Hier sehe ich also alle WLAN-Netze um mich herum. Ich sehe hier also auch die WLAN-Netze meiner Nachbarn. Ich muss jetzt wissen, wie mein WLAN-Netz heißt und ich sehe schon, die WLAN-Netze, die man hier sieht, die haben alle so ein kleines Schloss-Symbol und das heißt, dass die WLAN-Netze hier mit einem Passwort gesichert sind. Ich muss also den Namen kennen und das Passwort. Den Namen und das Passwort, das finden Sie hinten auf dem Router. Derjenige, der das WLAN-Netz eingerichtet hat, der konnte aber den Namen und das Passwort verändern. Das heißt, er konnte einen eigenen Namen und auch ein eigenes Passwort vergeben. Sie müssen also wissen, wie das WLAN-Netz heißt und das Passwort dafür. Ich weiß, dass mein WLAN-Netz hier Kofi heißt. Ich tippe also auf das entsprechende WLAN. Und jetzt brauche ich noch das Passwort. Das ist bei mir diese ganz lange WLAN-Netzwerkschlüsselnummer, die hinten auf dem Router steht. Ich gebe die also ein. Jetzt haben Sie hier noch ein Symbol Auge und wenn ich hier drauf tippe, dann wird mir die Nummer angezeigt und so kann ich auch überprüfen, dass ich mich nicht vertippt habe. Hier gibt es noch einen Schalter automatisch erneut verbinden. Das heißt, immer wenn dieses Tablet dieses WLAN-Netz findet, wird es sich automatisch mit diesem Passwort mit diesem WLAN-Netz verbinden. Das lasse ich eingeschaltet, das ist ganz praktisch und jetzt tippe ich hier auf Verbinden. Und jetzt dauert es einen Moment. Und jetzt bin ich mit dem WLAN-Netz verbunden. Ich sehe es daran, dass hier oben dieses kleine Symbol für WLAN angezeigt wird. Und damit kann ich zurückgehen auf meine Startseite. WLAN gibt es natürlich nicht nur bei mir zu Hause. Es gibt auch ganz viele freie WLAN-Netze, zum Beispiel in der Deutschen Bahn, in der Bibliothek oder vielleicht im Rathaus oder auf öffentlichen Plätzen. Hier können Sie überall ein freies WLAN-Netz nutzen. Das heißt, dieses WLAN kostet nichts. Dieses WLAN ist nicht mit einem Passwort gesichert. Das heißt, hier haben Sie auch nicht dieses kleine Schloss-Symbol. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie ich mich in das WLAN in meiner Bibliothek einwähle. Auch dafür öffne ich wieder die App Einstellungen. Ich tippe hier oben wieder auf die Zeile Verbindungen. Ich schalte das WLAN-Netz mit dem Schalter ein. Jetzt tippe ich auf die Zeile WLAN. Jetzt werden mir alle WLAN-Netze hier angezeigt. Hier wird mir auch das WLAN-Netz meiner Bibliothek angezeigt. Und ich sehe, dieses WLAN-Netz hat nicht das Schloss-Symbol. Das heißt, dieses WLAN-Netz ist nicht durch ein Passwort gesichert. Um mich hier mit diesem WLAN-Netz zu verbinden, muss ich einmal die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Es ist auch so, wenn Sie sich bei der Deutschen Bahn einwählen. Ich tippe also hier auf die Zeile mit dem Bibliothek-WLAN-Netz. Jetzt verbindet sich mein Tablet mit dem WLAN-Netz und hier oben steht auch schon WLAN anmelden. Als nächstes sollte sich jetzt hier automatisch eine Webseite öffnen und auf dieser Webseite kann ich die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Ich sehe, dass ich noch nicht mit dem WLAN verbunden bin, weil mein WLAN-Zeichen hier oben, das hat noch ein Fragezeichen. Das heißt, ich habe ein WLAN-Netz gefunden, aber ich bin noch nicht ganz verbunden. Auf meinem Tablet öffnet sich jetzt nicht automatisch die Webseite. Deswegen ziehe ich hier einmal von ganz oben nach unten. Jetzt bekomme ich hier den Statusbericht und ich sehe hier auch schon im WLAN anmelden. Und da tippe ich jetzt einmal drauf. Jetzt öffnet sich die Webseite der Bibliothek und hier bekomme ich auch dieses Feld Nutzungsbedingungen akzeptieren. Ich muss hier einmal reintippen, dann bekommt es hier ein Häkchen. Damit habe ich die Nutzungsbedingungen akzeptiert und jetzt kann ich hier unten auf kostenlos einloggen tippen und damit bin ich jetzt mit dem WLAN der Bibliothek verbunden. Ich gehe nochmal zurück hier in die Einstellungen, hier steht verbunden und hier oben auf der Startseite habe ich jetzt auch das Symbol für WLAN. So verbinden Sie Ihr Tablet also mit einem WLAN. Nicht vergessen, diesen Kanal abonnieren und ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Schauen Sie wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!